Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Still Not Superheroes, also Untertitel, was die OpenSUSE-Admins lieber nicht verraten werden. So, fangen wir mal an, wer sind die OpenSUSE-Heroes? Also wir sind die Admins der OpenSUSE-Infrastruktur, also ein Großteil dessen, was er hinter irgendwas.opensuse.org finden. Große Ausnahmen sind Bildservice, Bugzilla und OpenQA. Und ich bin einer von den Admins. Und zwar ja schon in den Vortragsankündigungen, dass man sein Popcorn mitbringen muss. In den letzten Jahren haben wir die OpenSUSE-Infrastruktur deutlich verbessert, klar. Aber ist sie jetzt perfekt? Natürlich nicht. Sonst hätten die Admins Langeweile und ich könnte den Vortrag nicht halten. Wie gesagt, bring your own Popcorn-Vortrag. Die Jäger würden es vielleicht sogar ein Büderet nennen. Und zwecks Gag wechsle ich jetzt mal kurz auf Englisch. However, the heroes will need wear glasses. You know, dies. Und ich fange mal mit etwas an, für das wir einige Gläser gebraucht haben, als es noch online war, nämlich Connect OpenSUSE.org. Ursprünglich mal gedacht als eigenes Social Network für OpenSUSE und wurde dann aber tatsächlich nur benutzt zur Verwaltung der OpenSUSE-Mitglieder, also Member. Problem an der Sache: Das System war alt und unmaintained, also SUSE Linux Enterprise 11, wer es noch kennt. Und ja, dann kam halt irgendwann einer von den Admins, das ist zwischenzeitlich unsicher, müssen wir abschalten. Problem an der Geschichte, irgendwie müssen wir unsere Mitglieder verwalten. Gab dann reichlich Diskussionen auf der Mailingliste, was könnte man als Ersatz benutzen, wie kann man die Mitglieder verwalten. Gab auch ein paar Ideen, aber wie man es halt so kennt von Mailingliste, Idee ja, Aktivitäten eher null. Ergebnis an der Sache, Connect läuft und läuft und läuft, wir brauchen es halt. Bis dann eines Tages tatsächlich jemand den Stecker gezogen hat. Bedeutet dann gleichzeitig erstmal, wir sind den letzten SLE 11 los, hurra. Aber wir brauchen immer noch einen Ersatz. Und wir haben dann tatsächlich auch eine gefunden. Vielleicht nicht perfekt, aber es funktioniert, erfüllt seine Aufgabe. Was wichtig ist, leicht zu maintainen und sogar, falls wir die Datenbankstruktur mal ändern müssen, ist auch kein Problem, das geht auch ganz leicht. Und die Lösung ist diese da, phpMyAdmin. Also ja, klingt einfach, aber es funktioniert. Warum? Mitgliederdatenbank ist im Wesentlichen Benutzername, E-Mail-Adresse, IRC-Nickname und ja, das war's. Also deswegen, warum da irgendwelche komplizierte Lösungen aufsetzen, weil wir einfach nur eine kleine Datenbank im Einsatz haben. Und wenn jemand Mitglied werden will, dann gibt es noch unser Ticketsystem auf codeopensuse.org. Und so ganz nebenbei bemerkt, manchmal hilft es, wenn man statt große Mailingliste-Diskussionen einfach nur die 5 Leute anschreibt, die tatsächlich zuständig sind und mit denen dann die Lösung ausknobelt. Dann kommt nämlich auch was raus außer Diskussionen. So. Und nachdem wir jetzt endgültig Connect OpenSUSE.org los sind, also ein Fossil weniger, gehe ich mal weiter mit etwas recht Neuem. Nämlich, wir hatten im Juni die OpenSUSE-Konferenz in Nürnberg und vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, es gab da auch eine Fedora Hatch, also quasi eine Art Mini-Konferenz von Fedora. Und ich bin ja ein großer Fan von Zusammenarbeit zwischen Distributionen. Aber trotzdem, so sehr ich Fedora mag, gibt es Grenzen. Zum Beispiel, wenn Sie unsere Konferenz-Website kaputt machen. Stellt sich raus, im April guckt jemand auf die Events OpenSUSE.org, warum Internal Server Error mit der Fehlermeldung im Bild, also ein Template Error mit Undefined Method Gravatar URL for Neil, Neil Glass. Ich meine, klar, Neil ist null in Ruby, wer es nicht kennt. Dass es für null keinen Gravatar gibt, verstehe ich hier noch, aber warum null? Schauen wir erstmal in die Vorlage, die den Fehler verursacht hat. Also man sieht, da wird blindlings auf eine Eigenschaft des Speakers zugegriffen, aber durch nirgends einen Check gibt es überhaupt einen Speaker. Und in dem Fall war halt tatsächlich der Speaker
nicht vorhanden. Stellt sich raus, Punkt 1, jemand hatte die Fedora Hatch als Highlighted Event markiert, deswegen überhaupt das Problem. Und genau, dann guckt man mal in die Datenbank. Die Fedora Hatch hat einen Submitter, nämlich Neil Gumpa, aber sie hatte keinen Speaker, deswegen Neil. Bitte die beiden nicht verwechseln. Und das zu reparieren war dann relativ leicht. Die Vorlage-Datei checkt jetzt zuerst, ob es überhaupt einen Speaker gibt, bevor sie irgendwelche Eigenschaften dafür verwendet. Auch was relativ Neues, im englischen OpenSUSE Wiki gibt es einen neuen Header, wo drin steht, dass wir ein Versionsupdate gemacht haben. Das war an Ostern. Und ja, manche Sachen brauchen halt ihr Zeit. Habe ich dann auch festgestellt beim Datenbank-Update, nämlich das Update auf die Testinstanz hat 2 Tage gedauert, beziehungsweise hätte, wenn ich nicht vorher Steuerung C gedrückt hätte. Allerdings wusste ich auch, die Tests in einer lokalen VM waren relativ schnell, so 1/4 Stunde oder so. Was macht man dann? Man zieht schnell noch ein MySQL hoch und plötzlich geht es auch schnell. Stellt sich raus, ein Galera-Cluster liefert zwar Hochverfügbarkeit, aber keine Schreibgeschwindigkeit. Also gerade bei Update-Skripten ist das schrecklich. So. Auch noch ganz lustig beim Wiki-Update. Die anderen Wikis haben zu, sagen wir mal, lustige Ergebnisse geführt. Also der Screenshot zeigt jetzt die Hauptseite vom alten englischen Wiki, also oldenopensuse.org, also zumindest was das Update-Skript für die Hauptseite hält. Sprich, man sieht ja am Inhalt, das war mal eine Diskussionsseite. Und das muss ich mir dann noch mal im Detail angucken. Also im Moment läuft es jetzt halt noch mit der alten Version. Und für die lokalisierten Wikis gab es auch diverse lustige Probleme, wo dann das Update-Skript behauptet, dass Inhalte ungültig sind, ich soll sie bitte löschen. Kann man ja machen, aber dann ist kein Wiki mehr übrig. Macht also auch keinen Sinn. So. Dann Nürnberg, nächster Punkt. Gab es im November 2020 einen Stromausfall? Kommt ja mal vor. Dann sind halt die Lichter aus. Heißt aber auch, dass das SUSE Datacenter vom Strom abgeschnitten war und die Batterien halten eben nicht ewig. Und deswegen waren dann auch einige OpenSUSE Services down. Soweit, so gut. Strom kommt zurück. Die Server booten wieder, die VMs starten. Alles gut. Schön wär's. Forums OpenSUSE.org hat dann Mails geschickt an die Admins, dass es die Datenbank nicht erreichen kann. Also eine Mail pro Request oder anders ausgedrückt sehr viele Mails. Naja, immerhin nicht der Lasttisch für unsere Mailserver. Aber warum kann das Forum eigentlich die Datenbank nicht erreichen? Stellt sich raus, die war down. Also, wir benutzen Galera, das ist MariaDB als Multi-Master-Setup und eigentlich gedacht für Hochverfügbarkeit. Aber wenn dann mal alle Nodes gleichzeitig ausfallen, dann zieht es Galera vor, nicht zu starten, bevor es dann irgendwie in einem korrupten Status startet und Daten verloren gehen oder wie auch immer. Das übliche Problem halt. Naja, wie gesagt, verhindert Datenverlust oder dass man einen alten Stand verwischt, aus Versehen. Aber man muss dann halt manuell eingreifen und wenn es blöd läuft, hat man dann auch gleich mehrere Stunden Downtime, bis wieder alles synchron ist. Und ja, also unser Datenbank-Admins hatten ihren Spaß dabei. Immerhin, sie hatten schon Übung, nämlich ein paar Monate vorher hat mal einer von den Admins die glorreiche Idee gehabt, nochmal Kernel-Update, alle Datenbank-Node gleichzeitig zu rebooten. Gleiches Problem. Und deswegen, wie gesagt, Hochverfügbarkeit ist ja ganz nett, aber ich würde mir dann doch wünschen, dass es die Situation verbessert und nicht verschlimmert. Und vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, ob es da andere Lösungen gibt, die sinnvoller sind. So, aber der Stromausfall hatte noch eine nette Nebenwirkung. Jetzt frage ich erst mal in die Runde, kennt jemand zufällig Beans OpenSUSE.org? Vermutlich nicht. Warum? Das ist ein netter Hintergrunddienst, nämlich ein Matomo mit Webstatistiker. Und es stellt sich dann raus, also so
Auch ein paar Monate vor dem Stromausfall hat jemand das Matomo auf eine neue VM umgezogen und alles gut, alte VM runtergefahren. Und ja, noch im Stromausfall ist aber die alte VM wieder hochgefahren, war anscheinend etwas schneller, hat sich die IP gekrallt. Deswegen, also klar, jetzt ist die alte VM tatsächlich auch disabled, dass sie nicht noch einmal hochfahren kann. Und was macht man noch so im Stromausfall? Never waste a crisis. Und einer von unseren Community-Admins hat danach gleich gefragt, wann könnte man bitte den nächsten Stromausfall haben, so zum Testen. So. Was auch immer ganz lustig ist, wenn dann jemand sich meldet, ich kann mich nicht mehr per SSH einloggen, in dem Fall zum Nameserver in Provo. Naja, schauen wir mal. SSH habe ich auch nie mehr geschafft, aber immerhin er war noch erreichbar über Salt. Was macht man dann? Ich nenne es inzwischen die Salt Backdoor, nämlich es gibt den netten Salt-Befehl cmd dort ran. Dann stoppt man mal die Firewall. Ist bei nicht erreichbar schon mal ein netter Versuch. Es hat tatsächlich geholfen. Stellt es raus, Blick in die Firewall-Config. Also man sieht, da gibt es die Internal Zone, die SSH erlaubt, die Monitoring erlaubt und so weiter. Und es gibt eine öffentliche Zone, die nur DNS erlaubt. Macht ja soweit Sinn. Problem an der Geschichte, schauen wir mal, wo die Interfaces stehen. Also, wenn man dann das Private Interface in die Public Zone steckt, naja, erklärt, warum SSH nicht geht. Und wenn man es schon von Salt haben, benutzen wir für Konfigurationsmanagement. Und wer sich das mal angucken will, was wir da so machen, unser Salt-Repo ist öffentlich auf CodeOpenSUSE.org. Könnt ihr gerne reingucken, Pull-Requests machen. Freuen wir uns immer drüber. Und wir benutzen Salt für immer mehr Dienste und Server. Und als Beispiel, unser Mail-Server sind jetzt seit ein paar Monaten komplett gesaltet. Aber es gibt immer noch einige Server, die zu Fuß gemanagt werden und ja, macht dann halt Spaß in der Administration. Und was eigentlich recht gut ist, in unserem Salt-Repo gibt es bisher keine Commits, wo irgendwo das Wort Ups drin vorkommt. Also von daher scheint Salt eine ganz gute Idee zu sein. Was allerdings ein Problem sein kann, und das ist tatsächlich schlimmer, als ein Server zu Fuß zu managen, ist, wenn ein Server mit Salt gemanagt ist und jemand kommt dann und macht irgendeinen Hotfix von Hand und schreibt es aber nicht in die Salt-Config zurück. Sprich, wenn man dann das nächste Mal ein Salt-High-State ausführt, also quasi das aus dem Konfigurationsmanagement anwenden will, so, goodbye Hotfix. Oder anders ausgedrückt, eine Salt-Zeitbombe. Ich habe jetzt auch schon erwähnt, CodeOpenSUSE.org. Was ist das? Also, das ist eine GitForge, also sowas ähnliches wie GitHub oder GitLab. Also die Software nennt sich Pesha, ist ein Open-Source-Code-Hosting-System und es gibt auf CodeOpenSUSE.org unter anderem auch von alle Pakete in Tumbleweed die Source, wo man sich dann relativ gemütlich zum Beispiel über die Git-History angucken kann, wie sich die entwickelt haben. Und was an dem Code OpenSUSE.org natürlich auch wichtig ist, wie bei jedem Dienst, es funktioniert. Ja, meistens. Gibt dann halt mal ein abgelaufenes SSL-Zertifikat. Stellt sich raus, das Zertifikat wurde erstellt direkt auf der VM mit Dehydrated. Soweit so gut. Aber vielleicht wäre es eine gute Idee gewesen, dass man auch noch den Dehydrated Timer enabled, dass es dann auch tatsächlich erneuert wird. Und ja, einmal Dehydrated von Hand aufrufen, geht's wieder und jetzt ist sogar der Timer eingeschaltet. Spaß am Rand, es gibt die etc Dehydrated Domains TXT, die war leer. Und es gibt interessanterweise eine Datei namens Salt Domains TXT, wo die Domains tatsächlich drinstehen. Aber um das Ding abzurunden, steht die Datei natürlich nicht im Salt. Genau.
Auch ganz interessant, wir haben unsere Mailingliste umgestellt auf Mailman 3. Und da gab es dann bei der OpenSUSE-Konferenz, zwei ja vorher auch nette Folie im Vortrag vom Sasi. Und der hat dann auch tatsächlich während dem Vortrag, also bei der Online-Konferenz, die Migration vom Mailingliste-Archiv laufen gehabt. Und man sieht ja schon, das ist einfach eine Folie voll mit Passwörtern. So. Was bedeutet das jetzt in der Praxis? Zum einen einige lustige Erkenntnisse. Zum Beispiel Mails aus der Zukunft. Also ich erinnere mich an Mails von 2036 und sogar 2094. Also halt ein falscher Date-Header. Das Blöde, die Lottozahlen fehlen. Und wir hatten auch Spaß mit Zeilen, die mit fromm Leerzeichen anfangen, weil halt das Mbox-Format doch nicht so standardisiert ist, wie man es gern hätte, sondern es gibt halt 5 Untervarianten. Und das eigentlich Spannendste an der Sache, die Links ändern sich. Also man sieht, die alten Archive waren /Mailingliste-Name und dann Jahr und Monat und eine Nachrichtennummer. Und das neue Archiv mit Postorius ist jetzt halt /archives und dann der Listenname und dann ein Hash von der Mail. Moment. Genau. Und deswegen gibt es jetzt auf unserem Mailingliste-Server ein paar Redirects, dass die alten Links noch funktionieren. Also ein paar. So, ja, um die 3 Millionen oder 340 MB. Aber ja, was macht man nicht alles, um die Links funktionsfähig zu halten? Immerhin konnte man die Redirects automatisch generieren. So, dann erinnern wir uns an die Folie von 2 Jahren zurück. Da steht was von Easy Moderation. Ja, stimmt auch. Wir hatten dann aus Versehen beim Umstieg die Mailingliste so eingestellt, dass noch Nicht-Subscriber moderiert werden statt abgewiesen. Und führt halt dazu, dass dann die Warteschlange voll waren mit Spam. Und ja, kann man löschen, klar. Stellt sich aber raus, das Webinterface braucht dann einen Moment, um den Spam zu löschen. Also so 20 Sekunden pro Mail. So, und jetzt machen wir das mal mit 20.000 Mails. Man kann man still machen und es passt auch immer noch auf Easy Moderation. Von Geschwindigkeit war ja nie das Gespräch. Und auf jeden Fall. Und sein Mailingliste-Admin, wie immer, never waste a crisis. Und er hat dann nur gesagt, ja, wenn ich Langeweil habe, dann lösche ich halt mal wieder eine Portion Spam. Very therapeutic. Aber am Schluss hat er dann doch tatsächlich ein Skript geschrieben, das das dann übernommen hat. Und inzwischen sind die meisten Mailinglisten umgestellt, dass Nicht-Subscriber direkt abgewiesen werden. Macht mehr Sinn. Mailman 3 ist auch noch lustig, weil er mit dem Python 3.6 in Leap noch gewisse Probleme hat. Und jetzt sind wir noch am Überlegen, also Leap 15.4 hat ja auch Python 3.10 an Bord. Oder vielleicht machen wir auch gleich ein Update auf Tumbleweed. Schauen wir mal. So, wenn wir schon bei Mails sind, SPF kennt vielleicht ein oder andere, also Sender Policy Framework, vielleicht auch Source of Problems and Frustration. Und ja, wir haben dann halt festgestellt, dass Mailingliste-Mails rausgeschickt werden mit einem Envelope from @opensuse.org statt lists@opensuse.org, was wir erwartet hätten. Auf der Mailman-Seite war alles richtig, aber die ausgehenden Relays haben die Domains umgeschrieben. Ja, Konfigurationsfehler kommt vor. Führt halt dazu, dass das Bounce Management de facto ausgeschaltet war. Also sprich, ungültige Mailadressen wurden nicht automatisch von der Mailingliste geworfen. Aber ja, klar, wenn man den Konfigurationsfehler kennt, ist er schnell behoben. Umschreiben war vorbei. Envelope from passt. Soweit, so gut. Nur beim Blick ins Log sehen wir dann, dass so um die 10% von den Mails, die wir in Richtung Gmail schicken, rejected werden, welche SPF-Fehler. Und ja, im SPF-Eintrag steht halt, welche Server dürfen Mails verschicken für die Domain. Stellt sich raus, ja, lists@opensuse.org hat einen SPF-Eintrag, aber da steht dummerweise nur die IPv4-Adresse drin. Und ja, die Mails, die dann halt über V6 rausgegangen sind, wurden halt abgelehnt, berechtigterweise. Und ja,
Pluspunkt an der Sache, wir sind jetzt sicher, dass das bei uns Management funktioniert. Durch den kleinen Konfigurationsfehler wurden nämlich 370 Leute unsubscribed. So. Vielleicht hat es der eine oder andere mitgekriegt, dass Download OpenSUSE.org die komplette Technik ausgetauscht wurde. Vorher war es Mirror Brain, jetzt Mirror Cache. Also sprich, beides in Redirector zu einem passenden Mirror, aber Mirror Cache halt mit einigen Verbesserungen. Und das Gute an Mirror Cache ist jetzt auch, dass wir mehrere Instanzen haben können. Also es gibt jetzt eine in der EU, eine in den USA und so weiter. Und das ist fast zu langweilig für den Vortrag. Also der erste Fehler, den das verursacht hat, war relativ harmlos. Es gibt ja das Skript Tumbleweed CLI, also sprich, wer sein Tumbleweed gezielt auf eine bestimmte Version updaten will, statt mit Superdupe immer auf die neueste, der benutzt das. Und das Skript hat halt nicht erwartet, dass die Datei mit der Nummer vom neuesten Tumbleweed-Snapshot plötzlich in Redirect ist. Und ja, ist dann halt mal kurz aus der Kurve geflogen, weil Curl standardmäßig den Redirects nichts folgt. War aber relativ leicht zu fixen auf Server-Side, also von daher kein Problem. Es gibt in unserer Infrastruktur eine Tradition, nämlich der ein oder andere kennt vielleicht den schönen Countdown noch so und so viele Tage bis zum OpenSUSE-Release. Und die Tradition ist, der Countdown geht bei fast jedem Release kaputt. So. Ich habe jetzt mal den Diff für die Änderung vom 15.3 auf 15.4 auf dem Bildschirm. Sieht ja eigentlich harmlos aus. Hat jemand eine Idee, was da schief gehen könnte? Also eigentlich nur Versionsnummer angepasst, Datum angepasst. Aber trotzdem, Invalid Token. Ja, stellt sich raus, genau, Python interpretiert Zahlen mit führenden Nuller als Oktal und die 0,2 war halt gültig, aber 0,8 ist halt eine ungültige Oktalzahl. Also von daher, ich habe auch den Vortrag vorgestern bei der Linux User Group gehalten und da kam dann der Vorschlag, also bei der Behörde gäbe es jetzt eine neue Policy, Releases bitte spätestens im Juli und spätestens am 7. eines Monats. Ja, ja. Man kann natürlich auch einfach die führende Null rauslöschen. So. Und wir freuen uns natürlich immer über Unterstützung. Es gibt bei uns genügend Services, die man pflegen darf. Oder vielleicht will ja auch jemand was ganz Neues hochziehen. Und deswegen, ihr dürft gern bei uns mitmachen. Wir bieten so ziemlich alles, also von Archäologie bis hin zu Serviceverwaltung mit Salt. Und so im Prinzip ist die einzige Voraussetzung, man sollte wissen, was Administration bedeutet, so die Grundlage. Und den Rest lernt man dann schon mit der Zeit. Ich kann auch versprechen, man lernt auch einige Dinge, die man eigentlich gar nicht wissen wollte. Und natürlich hat man bei der ganzen Sache immer einen Haufen Spaß. Gibt allerdings eine Art Eingangsprüfung bei uns, auch wenn das nie so geplant war, nämlich das Setup vom VPN-Zugang. Dass man in unser internes Netzwerk kommt. Scheint schwieriger zu sein, als es eigentlich klingt. Warum? In der Theorie, es gibt eine Anleitung in unserem Wiki, einfach nur Step-by-Step-Folge sollte funktionieren. Ja, in der Praxis haben dann die Leute doch verschiedene Wege gefunden, dass es doch nicht geht. Und Sachen, die ich jetzt so mitgekriegt habe, waren zum Beispiel der Benutzername, also sprich, unser VPN braucht ein Zertifikat und dann noch einmal Login mit Benutzername, Passwort. Ja, der Benutzername ist halt case-sensitiv. Und was sich dann auch herausgestellt hat, im SUSE-Netzwerk scheint UDP leicht kaputt zu sein. Also spätestens, wann die SUSE-Leute dann auf TCP umgestellt haben, hat es tatsächlich funktioniert. Und wir hatten dann sogar einen neuen Hero, der hat dann etwas getrickst und hat einfach einen erfahrenen Hero eingeladen zum Grillen und wenn du schon da bist, ich bräuchte noch ein VPN-Setup. Ich meine, ist ja nichts Schlimmes dabei und ich gehe davon aus, dass das Grillen auch Spaß gemacht hat, also passt. Und wie man sieht, damit kommt man sogar in meinen Vortrag. Und ja,
weil euch das alles jetzt noch nicht abgeschreckt hat, also bisher ist hier noch niemand schreiend rausgerannt, dann dürfen ihr gern bei uns mitmachen. Und in diesem Sinn möchte ich mich bedanken, zum einen bei den ganzen Admins, die unsere Infrastruktur am Laufen halten, bei allen, die uns Infrastrukturprobleme berichten, zum Beispiel per Mail an admin@opensuse.org. Und ein spezieller Dank geht an all die, die aus Versehen zu meinem Vortrag beigetragen haben. Und in diesem Sinn, wenn es Fragen gibt, also egal ob jetzt speziell zu Thema aus dem Vortrag oder Infrastruktur bei OpenSUSE allgemein, gern. Oh Gott, gibt es keine Fragen oder traut sich niemand? Okay, sieht aus, wie wenn es tatsächlich kein. Doch. Bist du glücklich? Gut. Eher eine generelle Frage zu OpenSUSE. Mhm. Was ist dieses ALP? Was soll das werden? Genau, also das ist quasi in der Entwicklung derzeit danach, also die nächste Version von SUSE Linux Enterprise, aber komplett anders. Also die Planung ist ein Basissystem und alles andere in Container stecken. Also wie sich das entwickelt, ist im Moment noch offen. Also alles noch im Testmodus und Entwurfsmodus. Also vorher gibt es dann mal noch eine neue Lib-Version definitiv. Also die 15.5 ist geplant für nächstes Jahr. Und ich denke, bis dorthin sind wir dann auch schlauer, was mit dem ALP so passiert. Genau, also wiederhole ich gerade noch kurz den Hinweis, also die JAST-Leute sind schon vorgeprescht und man kann jetzt JAST im Container benutzen und kann damit quasi sein System administrieren, ohne dass man JAST installiert hat. Aus dem Container raus, genau. Okay. Ich mache kein Tumbleweed, insofern. Ja. Ja, also ich denke, Tumbleweed dürfte in etwa so bleiben, wie es jetzt ist. Ich habe gehört, dass ALP Lib ersetzen soll auf mittelfristig. Ja. Warum Lib und nicht Tumbleweed? Ja gut, man muss ja erst mal wissen, ALP ist ja gleichzeitig auch der Nachfolger vom SUSE Linux Enterprise. Und Lib basiert ja auf SUSE Linux Enterprise. Also sprich, die beiden sind gekoppelt. Zumindest mal im derzeitigen Zustand. Ja, im Release Engineering Team und als Ergänzung dazu, ALP war die Idee von SUSE, das steht eigentlich für Adaptable Linux Plattform, genau, und dementsprechend, die haben eine Working Group dann mit der Community erstellt, damit man mit uns zusammen, weil Lib die gleichen Pakete verwendet wie SUSE Linux Enterprise, dass man daran weiterentwickelt und Ideen sammelt. Dementsprechend, es ist eine SUSE-Idee für SUSE Linux Enterprise und weil Lib die identischen Pakete verwendet wie SUSE Linux Enterprise, sind wir auch davon betroffen. Und Tumbleweed soll separat von der Community weiterentwickelt werden. Guck gerade. Gibt es noch Fragen? Das ganze Prinzip ist ja sehr zukunftsorientiert und könnte es sein, dass dieses Read-Only-Root-File-System mit den Container-Applications drauf auch langfristig auf Tumbleweed eingesetzt wird? Gibt es bisher keine Planungen und ganz ehrlich, ich will es nicht habe auf meinem Laptop. Also ich denke, im Serverbereich klingt es durchaus sinnvoll
ob es jetzt im Bereich Workstation so sinnvoll ist, ja, zeigt sich noch. Schauen wir mal, wenn es die erste Prototype gibt, wissen wir da vermutlich mehr. Also auf jeden Fall denke ich mal, dass Tumbleweed bis auf Weiteres so bleibt, wie es ist. Im Serverbereich hat man ja MicroOS. Zum Beispiel, ja. Genau. Genau, also. Ja. Ja, Slay soll sich genau in diese Richtung MicroOS weiterentwickeln. Die haben auch ein Slay Micro inzwischen rausgebracht. Und man überlegt sich, wie man das dann weiterentwickelt und dann kombiniert. Guck mich gerade um. Gibt es noch Fragen? Nö. Sieht nicht so aus. In diesem Sinn, dann sage ich mal danke fürs Zuhören. Okay.